Hallöchen Leute, heute schauen wir uns weiteres Video von Maxify an und zwar diesmal das Hide and Seek, 1000 Euro Extrem Hide and Seek in der Gamescom. Da wo ich Maxify auch getroffen habe, wahrscheinlich war es davor oder danach, wo wir uns getroffen haben. Deswegen lasst da hoch da, let's go rein da. Wir werden heute Hide and Seek auf der Gamescom machen mit der Besonderheit, dass die Person berühren muss. Wenn ich sie berühre, ist sie raus. Die letzte Person, die noch da ist, kriegt 1000 Euro. Ich habe Maxify auch gefunden. Nee, ich hätte Maxify gefunden werden sollen. Er hat mich berührt, wir haben Hände geschüttelt, ich habe verloren. Mist. Nein. Und die Kandidaten für das heutige Video sehen? Ja. Need to know und ich werde den Win nach Hause nehmen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich eigentlich hier bin. Hi, für 1000 Euro gehe ich nicht mehr aus dem Haus. Hi, ich bin mal wieder eine halbe Stunde zu spät. Ich war noch später. Seid ihr bereit, um euch zu verstecken? Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, go! Oha! Wie lange haben wir Zeit? Wie lange können wir verstecken? Wir verstecken uns zusammen. Ich habe wirklich, ich habe ehrlich eine Idee. Nu meint es jetzt ein gutes Verstecken. Aber interessant zu wissen, dass alle Namen so kurz sind. Need to know wird als NTK abgekürzt. Knu, drei Buchstaben. Revi, Revinzeit, ja, wurde lange ausgeschrieben, aber gut, eigentlich Revi. Auch komisch, dass er Revinzeit ausgeschrieben hat, aber Need to know nicht ausgeschrieben hat, sondern nur NTK hingeschrieben hat am Anfang. Und dann gab es noch Reef, das ist auch kurz und. Ja, das waren euch alle, ja. Und Brody ist kurz. Nice, Leute. Fällt ich noch irgendwann. Ich bin kranker Überredungskünstler. Wir gehen dahin und ich jetzt ein. Oder wir machen einfach so Social Engineering Skills. Ey, habt ihr Plan? Ey. Der wird uns niemand finden, sagst du? Ja, ich glaube nicht. Nee, warte mal. Ja, beim Gamescom-Gelände jemanden zu finden, während Öffnungszeit, während Leute rumlaufen, ist ja mal übel schwer. Willst du dich, da kannst du dich in eine Menschenmenge reinstellen, wenn irgendwelche Sachen verschenkt werden, die rausgegeben werden. Einfach dich da reinsetzen, so. Ja, ist ja voll easy dann. Ich hab was geklaut, deshalb laufe ich. Wenn wir gewinnen, ja, habe ich gesagt, kriegen die das Geld, weil die helfen uns jetzt. Ja, falls den wollte ich hier nämlich her. Oh mein Gott, Digga, ich laufe Revi einfach hinterher. Das kann doch schief gehen. Das ist die dümmste Strat ever. Ja, ja. Sollen wir erst fragen, ob man hier rein? Hallo? Darf? Ach, die haben ein Meeting. Ich habe noch eine Freundin mitgebracht. Wollen wir euch noch die Säcke mit drüber? Ja, gerne. Ja? Alle Frauen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, die haben einen Termin ausgemacht mit den Leuten und können einfach jetzt hier sich da so hinten rein verstecken, hä? Die fragen doch niemals, ob sie da hinten rein dürfen für Maxify. Das ist ja, da kannst du ja irgendeinen Stand einfach nicht rein verstecken irgendwo. Was ist das denn? Es ist sehr schwer, hier was zu finden. Ich glaube, ich werde da mal gucken gehen. Ich kann euch hinlegen, weil dann begraben wir euch einfach. Ja. Vor allem Goat Simulator ist halt einfach immer da für einen, ne? Ja, natürlich. Oh, excuse me, can I have such a cookie? Ja, ja. Nice. Ich bin gut. Er hat mir noch kurz Verpflegung geholt. Oh, was? Jo. Hier dürfen wir nicht rein ohne die Schutzbrille. Da, ohne die Schutzbrille, bitte. Ich brauche keine. Alles gut. Ja, du bist raus. Wir dürfen hier nicht rein ohne Schutzbrille. Der Chef hat gesagt, ich darf hier rein. Nee. Doch, hat der. Bist du fein? Darf ich fein für den Namen. Oh. Ja, Bro, aber hier sind wir auch stuck, ne? Ja, aber Bruder, als ob er darauf kommt, hier in diesen Laserraum zu gehen. Bro, guck mal, wie wir hier stehen, Digga. Man sieht mich direkt. Leg dich mal hin. Hey, könnt ihr jetzt wirklich da drin stehen bleiben die ganze Zeit? Und auch ohne Schutzbrillen? Was ist da los hier? Wir testen mal. Okay, tu mal so, als wärst du tot einfach. Okay, ich geh jetzt mal da hinten kurz. Guck mal, ich komm jetzt hier rein. Ja, okay. Ja, man sieht dich sofort, Bro. Ey, Bro, da vorne. Hinter der Tür. Hier? Ja, guck mal, hier ist doch perfekt. Hallo, guten Tag. Ich spiele Verstecken mit einer Gruppe, ja, was ihr davon gehört habt. Und wollte fragen, ob man sich irgendwo verstecken kann, da reingehen oder so. Ist da ein Eingang? Natürlich kannst du da rein, solange du klarkommst damit, so lange da drin zu sein. Ja, solange da der Sauerstoff drin ist. Wie geil ist, einfach da rein darf. Da kann er sonst wer hingehen und sagen, jo, ich würde gerne da rein. Jetzt geht den Tentakelfisch rein. Hä, hey, wie cool, geile Idee. Das wäre wirklich super. Ja, das wäre echt krass. Boah, okay. Ja, da wird ja niemals jemand ihn finden, ne? Was ist das denn? Wenn ich auf die kommt, in diesem Tentakelfisch reinzugehen, zu gucken, wie geil. Danke. Ciao. Ich bin jetzt in einem Oktopus. Sind die Füße auch bedeckt? Ja, das ist alles bedeckt. Geil. Ich trinke euch eine Flasche, ne? Nice, danke schön. Das ist unfassbar smart, Bro. Guck mal, wenn er hier reinkommt. Eine Tüte, mein Kopf zieht auch so drüber, dass ich nicht mehr atmen kann, chillig. Kommt, dann macht er so, zack, Junge, und rutscht aus. Digga, da ziehen wir mal eine Faust und klauen seine Organe. Mach das Ding da weg. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ey, wenn sich nur einen findet, wäre schon krass, weil jeder hat irgendwie ein sickes Versteck. Ich glaube, das von Nino Dorf wird auf jeden Fall nicht finden. Definitiv. 4, 3,
2, 1. Let's go, Alter. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit für ein weiteres Hide and Seek. Yay! Wir machen nur in Halle 9 gerade. Der Bereich ist jetzt ganz kurz auch eingeblendet und man sieht auch gerade, wo die Kandidaten sind. Ah, die machen. Nee, die machen. Ach, die machen nur Halle 9, das haben sie abgemacht. Okay, trotzdem ist es riesig, Halle 9. Aber zumindest haben sie ja in dem Bereich abgesteckt. Das wäre sonst krass gewesen, wenn jede Halle auch draußen alles zählt. Das wird gar nicht passen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rechts rum und. Und dann zur Mitte hin, glaube ich. Was stand da für ein Text gerade? Was hat er da geschrien da auch gerade? Hä, weird. Ah, er hat Moin, weil er das Peace-Zeichen reingemacht hat. Achso. Und dann zur Mitte hin, glaube ich. Ich glaube, das ist gut. Da ist jemand. Meinst du, es ist weird, wenn ich einfach da reingehe? Hä, nein, voll normal. Fühlt sich nicht richtig an. Ich sehe niemanden. Alles gut, war recht offen. Hallo. Es ist so weird. Oh Mann. Alle gucken so unerwartet. So, hä, was geht ab? Keine Frage, hat sich hier irgendjemand versteckt? Ja, klar, gucken so unerwartet. Wäre richtig weird, wenn sich da jetzt. Aber theoretisch muss Wexfeier nur jeden Stand fragen. Gut, die werden wahrscheinlich dann lügen, ne? Aber die müssen ihm erlauben, ja auf den Stand dann zu gehen und zu gucken. Weil sonst wäre es ja unfair. Sagen so, nee, du darfst da nicht drauf, das ist ja unfair gegenüber. Also. Ja, darf man kurz nachgucken? Ja, klar. Ah, perfekt, danke. Ah, nee, ich glaube, da ist niemand, actually. Das fühlt sich so weird an. Du hast eine Kamera, hinter uns ist eine Kamera und eine Kamera von der Kamera gefilmt. Das ist so weird. Ich würde gerne wissen, wo die... Ah, deswegen lassen die ihn rein, weil so ein fettes Kamerateam dabei ist. Denken so, das ist professionell, da muss jemand dann rein. Ist ja auch ein bisschen Werbung, ne? Gerade sind, können wir ganz kurz mal direkt... Weil hier im Hintergrund zum Beispiel sehe ich jetzt hier System Shock. Und dann denke ich mir direkt, oh krass, da muss ich jetzt Spiele kaufen. Das ist direkt Werbung, ich fühle mich direkt beeinflusst. Nächstes Mal der alte Influencer. Ihren Sichten einblenden, das wäre sehr interessant. Wofür ist denn für den Button hier? Nicht drücken, nicht drücken, oh mein Gott! Oh! Bist du dumm, hör auf! Oh mein Gott! Mu hat rausgefunden, sie kann durch diesen Spalt einfach durchgucken und hat auf Maxi-Suche. Also er ist nicht da. Er ist nicht da. Ja, jetzt wäre es. Oh, wie süß der ist! Octopussy! Octopussy! Ich weiß nicht, ist das der Plural? Ist das das englische Wort überhaupt? Sus. Ich glaube nicht, dass sie sich am Anfang verstecken, eher am Ende. Deswegen lass doch mal nach hinten laufen und dann von hinten nach vorne arbeiten. Das ist gut. Let's go. Ah. Jetzt von hinten nach vorne will er verstecken, weil sie denken, dass er am Anfang erst anfängt und vielleicht fliehen können nochmal. Aber er nicht schon, ob wir niemals rausgehen, genauso wenig wie Reefed und so rausgehen würden. Nicht. Aber, cooler Satz. Aber ich denke auf jeden Fall, dass ein paar Platte und Revi vielleicht eher am Fliehen sind, weil deren Versteck halt nicht so krass ist jetzt. Da ist niemand. Einfach auf heimlich die Tür aufmachen. Sollte man eigentlich nicht machen. Okay, wait. Hier, bei Octopus Energy. Oh. Da wird safe jemand sein. Ich habe so das Gefühl. Ah, warte, wie komme ich da rein? Darum. Hier kann die safe jemand sein. Okay, wir gehen alles durch. Wir gehen alles durch. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Nee, niemand. Niemand. Feuer, die. Auch niemand. Kann man unter den Octopus gehen? Nee, ne? Er sagt einfach, nee, der Kameramann einfach hat Elias gerettet. Einfach nichts gesagt. Nee, da kann man nicht rein. Nee, geht nicht. Ja, kann man gar nicht rein, nein. Nee, niemand. Ich glaube, der ist draußen vorbeigekommen. Ja, ja. Das gibt's nicht. Ich komm wieder voll ins Schwitzen, ich find ihn nicht. Wir sind gerade hier über die Fläche gegangen, aber die haben mich nicht gefunden. Ich glaube, die sind sogar hier vorbeigelaufen. Ja, das kann nicht sein. Boah, ich hab so gut wie gewonnen. Es kann auch sein, dass jemand sich denkt, hey. Ja, Elias, da wird er nicht mehr zurückgelaufen jetzt zum Tentakel-Dings. Das ist ja wieder nicht mehr. Lass einfach mal laufen. Ich glaube, Revi ist so einer, der versteckt sich hinter irgendeiner Ecke und läuft dann, weil er einfach Bock hat zu laufen, um mich leiden zu sehen. Apropos Revi, Leute, falls ihr noch mehr Hide and Seek sehen wollt, lasst gerne da nach oben. Und apropos Revi, lasst doch ein bisschen Likes da. Was hat das mit Revi zu tun? Und ein Abo da. Unser Ziel ist es derzeit, mehr Abonnenten zu kriegen als Revi, deswegen abonniert. Ach, das war das Ziel, okay. Okay. Ja, cool, dann auf jeden Fall abonniert habe ich schon. Glocke aktiviert, Like gleich auch noch da. Support ist da, Maxi. Auf jeden Fall gerne den Kanal, damit wir mehr Abos kriegen als Revi. Ja. Ey, meinst du, ich kann von hier bis da hinten mit diesem Ding fahren? Also, die überreizen echt diesen Service, dass die sich darin verstecken dürfen bei diesem Laserding. Dass währenddessen auch gerade keine anderen Kunden das benutzen können. Oder wahrscheinlich nur benutzen sie es dann, wenn wirklich auch Betrieb ist. Aber trotzdem, und ohne Sicherheitsbrillen und so, dann machen die sowas da. Ich meine, der kann ja auch reinrollen, sich dann direkt die Augen weglasern. Wer hat dann Schuld? Die Angestellten. Weil die ja welche Leute reingelassen haben, die nicht Brillen tragen. Also, da kommt der Allmann jetzt bei mir raus, jetzt auf jeden Fall, aber finde ich ja schwierig.
Bro, bist du dumm, Alter? Hey Jungs, es gibt kein Problem mit eurem Plan, weil draußen liegt eine Kamera, die da vorne angebracht ist und aber man sieht das, die Verbrecher. Au. Oh, eine Kamera ist von außen und die haben gesehen, wie sie... Ach so, die können von außen reingucken und sehen, dass da Revi und Papa Platte drin sind. Och nein. Oh. Man sieht, ist da vorne so ein Bildschirm oder was? Oh mein Gott. Das ist riesig. Alter, das ist ja grauenhaft. Hier rein. Aber ich meine, da kann ich erkennen, dass da Revi drin liegt. Du hast mal Lust, wenn du vorbeilaufen würdest, sagen sie bitte, hey, Moment mal, die beiden kenne ich doch da. Geht ihr auf irgendwie? Hallo, dürfen wir vielleicht uns ganz kurz hier umschauen? Weil es kann sein, dass sich hier irgendwie jemand versteckt, habe ich das Gefühl. Nein, versteckt hat sich hier keiner da mal vorne. Sicher, ihr lacht gerade beide. Ich habe das Gefühl, ich werde hier gerade angelogen. Wirklich? Komm in 5 Minuten. Nee, aber anlügt, das ist unfair. Das ist unfair, wenn die einen sagen, nicht reinzugehen, das ist unfair. Also die dürften, wenn sich jemand versteckt hat, schon, müssten sie schon erlauben, eigentlich, dass sich da jemand auch umschauen darf. Weil sonst ist es halt unfair. Weil die können klar sagen, nee, Hausfriedensbruch, und dann finden Max die sowieso nicht. Ich komme wieder. Ja, ich hatte das Gefühl, da ist jemand. Ja, da war safe jemand. Die spielen mit denen zusammen. Die haben safe so einen Vertrag mit denen gemacht. Ja, das ist vor allem gewesen, der Kevin. Was denn? Wenn wir wirklich ganz am Anfang von Hallen sind, immer Toiletten. Boah, auf Klo gehen. Weil hier, wo überall Leute sind, wird ja nicht jede Kabine durchtesten. Ist halt unfassbar risky, ne? Ja, okay. Let's go. Scheiße. Aber die gehen wirklich jetzt raus jetzt. Oh nein. Aufs Klo wollen sie gehen. Oh mein Gott, ich hab Kleingeld verloren. Wir haben noch nicht die Seite abgesucht, ne? Die ist doch komplett leer, die Seite. Ja. Ich bin schon voll aus der Puste. Ich werd alt. Okay, haben wir diesen Bereich da komplett... Ey, sag nicht, du bist alt. Guck mich an. Ah. Seite abgesucht? Ich glaub nicht, ne? Ich glaub, da ist noch ein bisschen was. Ah. Im Haus? Im Haus kann der drin sein, ne? Da sind sie drin. Ah, ich dachte, das wären jetzt... Das, wo er vorhin war das Versteck von den beiden. Aber das ist das Versteck von den beiden. Was anderes mit den Holzschuppen? Waren da Brevi ein paar Platte drin? Nee. Oh, oh. Ist da jemand drin? Ich hab Füße gesehen. Ich bin mir sicher, dass jemand drin ist. Ich bin mir sehr sicher, dass da jemand drin ist. Ich bin mir sicher. Ja, ich weiß nicht. Ich versperre gerade den Weg, aber ich glaube, ich habe da Füße gesehen. Oh nein. Ich bin mir sehr sicher, dass ich Füße gesehen habe. Oh, zwei auf einmal. Ah, da. Verrückt. Nein! Ich hab deine Füße gesehen, durch das Fenster. Das ist halt sehr. Ach, durchs Fenster die Füße gesehen, ja. Die hätten sie Füße auch noch abdecken müssen und setzen sich auch so dahin. Ärgerlich. Piep, piep. Blut, piep, sind raus. Ja. Es riecht mir nicht mehr so schlecht. Noch 3 Stück. Ja, sind wir eigentlich gerade alleine in dem Raum? Nee, nein, hier ist noch jemand. Ah, okay. Stell dir vor, da bist du gerade gemütlich am Kacken und dann sind da so 2 Chaoten drin, die sich gegenseitig filmen. Man, okay. Entschuldigung. Alles gut. Ihr seht ja jetzt hier. Das ist ein krasses Versteck. Hey, ansonsten, wenn der kommt, kann einer von euch vorne stehen, die mal einfach eine Faust ziehen. Ja, gut. Ja. Viel Spaß euch. Hey, ich wünsche euch was, Jungs. Haut rein. Das sind die von Goat Simulator. Direkt davor steht jemand abziehen da. Guten Abend, mein Lieber. Bist du auch mit mir ein Oktopus? Aber auch weird, dass dann 3 Mitarbeiter zusammen aufs Klo gegangen sind. Machen das mal normalerweise immer Frauen, oder? Ja gut, wieso nicht? Können wir auch Händchen halten als Mann da auf dem Klo zusammen sein. Wir spielen. Es installiert. Ja, genau. Wir 10 zu bekommen. 1, 2. Ist ja Doodle Jump quasi. Da waren wir. Kennt ihr Doodle Jump noch? Das ist ja früher das Game, Leute. Doodle Jump. Wir waren eigentlich überall. Ich habe keinen Plan, wo ich suchen soll. Am Ende ist es wahrscheinlich wieder so ein richtig obvious Versteck. Lass ganz kurz einmal hier nachgucken und danach arbeiten wir uns da durch und zum Samsung-Stand gehen wir gleich auch wieder. Oh, was? Erzähl mir mehr. Sagen? Ja, hier ist kalt, hier ist voll kalt. Da auch kalt? Kalt. Also alles kalt? Das heißt. Oh, die Goat-Mitarbeiter wollen denen helfen. Ja, als ob, die dem jetzt mehr helfen, einfach rennen. Ja, perfekt. Die Vorräte noch rein, so nicht verraten und die beiden einfach ehrenlos. Ab Porsche, so wird heiß sein. Ab Porsche, ja. Ich hab das Gefühl, die sind trotzdem hier, aber egal. Ich guck hinten nach. Ja, die haben mich safe angelogen. Irgendwie liegen mich alle an. Egal, ich vertraue dir jetzt einfach mal ganz dumm. Lass hier diesen Bereich einmal absuchen. Vielleicht hier? Oha, wie cool. Ja, hier ist niemand. Oh, da war Revi und Papa drin. Da waren sie drin. Oh, wären sie noch drin geblieben, wären sie jetzt gefangen geworden. Wer hätte es gedacht? Wow! Ach,
Ich habe da niemanden gefunden. Ist Raven Side in here? He was here. He was? Yeah. Revi war hier. Er war hier. Ich kacke ab, ich kann nicht. Ah, ja. Aber was auch cool gewesen wäre, oder weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen, wenn Maxify nachher noch mit denen irgendwie, wenn er noch irgendwie drauf reagiert, aufs eigene Video, um zu sehen, wo sie sich versteckt haben, weil ich würde gerne die Reaktion sehen, so, ach, da war ich und so, ah, da bin ich vorbeigelaufen und so. Das wäre voll cool zu wissen irgendwie. Nicht mehr. Bro, Bro, man kann es abschießen. Du musst nichts machen, Digga, ich hab's abgeschlossen. Ja! Da werden sie eh nicht gefunden werden, da kann er nicht mal aufschließen dann da drin. Kriegen sie überhaupt noch auf, wie sie wirklich eingeschlossen sind? Ich kenne solche Schlösser, die sind schwierig wieder auf. Also ich hab mich mal eingesperrt, ja. Junge. Okay, warte mal, ich simuliere mal, dass ich reinkomme. Ah, sie wollen doch nicht zuschließen, weil es sonst zu ehrenlos wäre, okay. Ich bin gerade rausgegangen und da war eine Servicekraft, Digga. Also nicht einen wie auf Unge machen, der dir sich dann selbst einsperrt und dann da ewig seine Switch zockt. Ja. Und Revi sitzt noch da drinnen. Mitarbeiter ist rein. Das ist nicht das. Einfach nicht gelesen. Revi hat mich auf den Weg geschickt. Digga. Können wir einen Tipp haben nochmal? Da war niemand. Ja. Ehrlich? Ey, ihr lügt aber nicht, ne? Die lügen nicht. Nein, wir lügen nicht. Nein. Okay, die meinten gerade, sie sind auf dem Klo, ich soll dem vertrauen, oh. Auf dem Klo. Wir gehen jetzt raus, wir zwei, laufen so ein bisschen rum. Wenn Maxima kommt, sprinten wir beide weg, okay? Okay, wir treffen uns vorne erstmal. Okay, let's go. Okay, bei den Toiletten, sagen sie. Die Toiletten sind da. Oh je. Hab eine Frage. Oh, jetzt gehen die wahrscheinlich dann auch gerade raus und Maxima rennt die dann direkt in die Arme. So, ich stelle jemand die Tür auf und schickt Maxima direkt da. Ist ja so funny, jetzt in dem Moment verraten, wo sie rausgehen wollten. Frage, haben sich hier zufällig Leute versteckt? Er lacht schon so. Nein, weil wir wurden eben gesagt, sie sind safe, welche. Safe. Okay, pack. Hat gesehen. Wirklich, in dem Moment, wo er davor stand, kam welche raus. Der Typ hat auch wirklich nichts gesagt. Hey, ich bin doch einfach reingegangen aufs Klo, selbst geguckt. Ausdauer, Baby! Ja, geile Kameraführung. Deswegen hat sich Revi. Oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, nein, ich bin stoppen. Was macht mit der Snacky, Bro? Heftig, Musik wird eingeblendet. Rennen, titel, titel, rennt, rennt, los! Am besten jetzt zusammen rennen in das Octopus-Ding rein. Und dann mit Elias noch zusammenknallen, ist ja so funny. Nein. Ja, Kevin ist raus! Wir sind jetzt im großen Finale, Elias! Hey, Reh wurde auch gefangen, beide jetzt? Oder, nee, nur Kevin ist raus. Ah, okay. Ah, und die sind jetzt wirklich aus dem Versteck jetzt raus. Ach so, jetzt gibt's das Verstecken, wo sie sich zur zweiten noch verstecken im kleinen Bereich. Was war doch was, muss, ne? Aber voll schade. Ich hätte es voll cool gefunden, wenn die dann noch gesagt oder noch gezeigt oder noch Max noch drauf reagiert hätte. Das wäre geil gewesen. Und Reh, wir sind beide drin. Ihr habt jetzt insgesamt eine Minute Zeit, um euch zu verstecken. Und die Zeit geht ab jetzt. Viel Spaß! Schnell weg. Guck einfach, wo sie sich verstecken. Wo verstecke ich mich? Schau mal, wir spielen hier Verstecken. Habt ihr irgendwo ein Backstage, wo ich kurz rein kann? Da hinten in die Ecke. Perfekt, danke schön. Hallo, hat jemand Zeit gerade? Okay, ihr müsst wirklich eng, damit er mich nicht sieht. Stellt euch einfach ein bisschen... Ah, Nitono stellt sich in eine Gruppe von Menschen rein. Ah, ist auch interessant, auch eine Idee. Und Revi nutzt wieder seine Fame-Fähigkeiten, um sich hinter den Kulissen irgendwie zu verstecken. Ich freue mich da vorne, wenn ihr könnt. Ja, Bruder, geil. Also, so ist perfekt, Jungs. So ist super. 5, 4, 3, 2, 1. Kein Erbarmen. Ich habe ja gerade ein bisschen sneaky-mäßig geschummelt. Die sind beide links lang gelaufen und die dürfen nur bis zum Segerstand. Der Bereich ist gerade ein bisschen eingegrenzt, deswegen wird es nicht zu schwer sein. Entschuldigung. Ja, gut, wenn es eingegrenzt ist, ist es wieder ein bisschen fair. Die ganze Halle nochmal, das wäre wieder Stress. Zwei finden so ein Riesenhalle ist schwieriger als so sechs zu finden. Entschuldigung, keine Frage. Ist hier jemand reingekommen? Nee. Nee? Ach, schade. Okay, trotzdem danke. Revi, wo bist du? Nein. Du gibst mir 200 Euro, okay? Nein. Warum nicht? Das ist gefährlich. Ich werde die ganze Zeit beschützen, weil du wirst mich nicht finden, okay? Ah, du wirst beschützt von zwei Leuten sogar. Ja, Bro, du findest mich nicht. Das ist unmöglich. Du findest mich wirklich nicht. Ja, dann komm auf zu einem... Wie Revi noch Geld raushandeln will, ja! Öffentlichen Spot, sodass ich dich fangen kann. Nein. Ich will, dass die Jungs mit Plus rausgehen. Kriegt Elias 800 und wir sind durch.
Komm zum System Schockstand. Warte, wo, warte, wie heißt das nochmal? System Schockstand, ich komm nach vorne. Bro. Bro, du bist ja genau neben mir. Ja, was? Er hat mich nicht gefunden, ehrlich gesagt. So, Jungs. Hä? Wie, was macht Revi jetzt da? Der hat mich nicht gefunden? Was ist das jetzt für eine Aktion? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Hat er es wirklich jetzt angenommen, dass Revi 200 kriegt und dann die 800 dann Elias? Hä? Du hättest mich nicht gefunden? Natürlich hätte er ihn gefunden auch irgendwie. Hä, das finde ich jetzt ganz komisch irgendwie. Das finde ich ganz, ganz komisch, einen Revi irgendwie das so zu machen. So. Jetzt noch abzuklatschen, ja, wir haben gewonnen, hätte ich nicht mehr lange gesucht. Oder haben die schon so lange gesucht, dass Revi irgendwie keine Zeit mehr hatte? Vielleicht und muss es dann so ausmachen. So, hey Leute, ich habe keine Zeit mehr, ich habe nächsten Termin. Kann auch sein, aber trotzdem finde ich es irgendwie gerade komisch irgendwie. Elias, Bro, da besuchst du auch wieder Jahre für. Ja. Ja, damit ist Revi auch raus. Er hat einfach aufgegeben. Ja, okay. Und ich glaube, Revi hat da nicht mehr Bock drauf oder sowas. Aber Elias hat gewonnen. Sehr cool, sehr schön. Wenn du das gewonnen hast, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao. Okay, war ein interessantes Ende auf jeden Fall. Ich hätte gerne direkt zum Maxi-Fabi Verstecke gesehen. Wirklich sehr, vor allem Elias Versteck wäre lustig gewesen, weil dran vorbeigelaufen ist. Lasst einen Hoch da, Leute. Abonniert gerne fürs nächste Mal. Ciao. Brody Fly, meine Identität, die bleibt geheim. Rette, wenn die beiden Keks versagen. Jeder weiß, ich flye heim.